Berg zu erforschen, wenn ich jetzt eh alles hier über... So, die nächsten Leute kann ich ja ranholen. Ich hole mal 30 Arbeiter wieder ran. Dampfkerne haben wir noch gar nicht geholt. Das wird auch noch mal interessant. Ist natürlich immer interessant, wie auch wie hier dieser Limit immer hin und her sich bewegt. Ja, es wird interessant, wann wir die Dampfkerne brauchen. Jetzt muss ich mal mir mal so ein bisschen die Fahne schreiben, das nicht immer so lange schleifen zu lassen, weil wir brauchen ja die Leute. So, die kommen hier wieder mit 80 Tonnen Nahrung. Zweite Stufe muss ich auch noch entwickeln, dass wir mehr so ein zweites Wildbeuter-Team losschicken können. Jetzt futtern sie nämlich hier die Nahrung weg. Leichenhalle wurde gebaut. Jetzt können wir unsere Toten konservieren, ehe wir sie nach London schicken. Die Motivation steigt. Wie weit? Oh, und die Unzufriedenheit nimmt komplett ab. Okay. Also die Leichenhalle hat hier ordentlich reingekloppt. Wir haben die Zelte. Keiner wird mehr krank. Der letzte Hungrige. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe es zu früh beschrien. So, was? 10 Stunden vor Fälligkeit. Baue die Profilmanufaktur. Produziere 8 Bauprofile. Okay, Stahl. Und errichte auch noch die Stahlkonstruktion. Das Ganze in 10 Stunden. Okay, also jetzt kommt so ein bisschen der Zeitfaktor dazu. Also fühlt sich jedenfalls gerade so an. Dann sehen wir mal zu. Genau, wir haben hier die 2 Sammelstellen für Stahl. Die werden beide ordentlich zügig abgebaut. Sehr gut. Generator, Profilmanufaktur. Aha, okay, das müssen wir in der Mitte bauen. So. Also ich gehe mal davon aus, es spielt jetzt keine Rolle, wo ich es hinbaue. Ich baue das mal hier unten, das, dann habe ich so das im Blick. Das sind dann also hier alles immer so Sektoren, die wir freigeräumt haben. Und Nahrung, Gesundheit. Schnelleres Sammeln. Ich wollte ja hier die nächsten Wildbeuter. Jetzt muss ich mal wieder in der Kamera vorbeischauen. Können wir das schon bauen? 5. Ja, können wir machen. Dann machen wir das sofort, damit wir die nächsten Wildbeuter dann als nächstes erforschen können, damit die dann weiter suchen können. So, in 9 Stunden kommt das nächste Schiff an. So, hier wird schon gebaut. Okay, können wir. Also ich merke auch schon, dass das Beschleunigen, was ich eigentlich bei der Hauptkampagne nicht gemacht habe, hier auf alle Fälle ordentlich reinholt. Oh, 20 Leute. Ich habe ganze 2. Gut, nehmen wir mal hier die von. Verzichten wir mal aufs Baden, auf die Kohle. Und wir brauchen dafür 8 Bauprofile. Wie viele aus Holz werden die produziert? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 geht nicht mehr. Okay. Gut. Lassen wir mal erstmal die Bauprofile. Genau, wir haben 0 Stück im Moment. Hier steht auch alles. So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Firmenbestattungen. Jene, die ihr Leben im Dienst des Imperiums gegeben haben, verdienen höchste Ehrerbietung. Wir werden ihre Leichen in Stahlsärgen nach England schicken und sie auf Kosten der Firma beerdigen.
Nach Einführung des Bla, genau, das kennen wir schon. Das Zurückschicken der Leichen nach London steigert die Motivation noch weiter. Die Vorbereitung der Leichen für den Transport kostet Stahl statt Holz. Machen wir. Kommen wir jetzt langsam in die Region. Gut, da passiert gerade nichts. Die Firma ist jedem von uns in anderen Familien schuldig. Immerhin müssen die Hinterbliebenen nicht die Kosten dafür tragen. Ja, dafür habt ihr ja das tolle Leben hier im Nirgendwo. So, wir haben hier noch 5 Ingenieure. Könnten wir doch eigentlich eine dritte Werkstatt bauen? Haben wir genug Ressourcen dafür? Erstmal Wildbeuterwagen. Durch den Einsatz von Wagen mit einem leichteren Design bewegen sich die Wildbeuter 50% schneller. Okay. Dann machen wir. Erlaubt es uns, ein weiteres Wildbeuterquartier zu bauen und ein zusätzliches Wildbeuter-Team zusammenzustellen. Ich denke, ich brauche nur davon eins bauen. Gut, nichtsdestotrotz bauen wir das. Dann noch eine zweite Werkstatt, um schneller zu forschen. Also eine dritte Werkstatt, nicht eine zweite. Dann machen wir das hier so. Und lassen es weiterlaufen auf doppelter Geschwindigkeit. Transport ist angekommen. 30 Arbeiter, sehr schön. Dann können wir nämlich hier auf Maximum gehen. Wir können bei der Kohle wieder eigentlich auch eine Sammelstelle hinbauen. 1300 Kohle haben wir noch. Ne, lassen wir erstmal. Und dann sind die wenigstens in Lohn und Brot. Wir brauchen 3 Häuser. Das heißt, die Motivation steigt geringfügig. Oh, wir kratzen schon an der Effizienzmarkierung. Wir können aber schon mal ein Zelt wieder bauen. Das können wir hier schon mal hinsetzen. So, weiter geht's. Lassen wir mal die Nacht durchlaufen. Wir haben noch 7 Arbeiter, die nichts zu tun haben. Das steht, weil Nacht ist. So, es wird wieder ein Faustkampf zelebriert. Die geben sich schon wieder Gas. Genau, hier wollte ich die weiteren. So, jetzt haben wir 3 Werkstätten. Damit beschleunigen wir die Entwicklung nochmal. Gut, lassen wir mal die Nacht verstreichen. Ja, die Rohnahrung geht uns langsam aus. Die Essensration meine ich. Da haben wir das erste Mal seit langem wieder einen Kranken. Motivation. Sir, die Einwohner sind hoch motiviert und viele von ihnen erfüllen ihre Aufgaben voller Begeisterung. Dadurch erhöht sich die Effizienz an allen Arbeitsplätzen. Gut gemacht. Die Effizienz an allen Arbeitsplätzen steigt um 30%. Oh, das hat aber jetzt reingehauen. 30%. 30%. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. So, jetzt behalte ich das mal hier im Blick, dass ich sofort die Zelte hier bauen kann, damit die nicht wieder krank werden. So, 10 haben wir schon. Und 20. Stopp. Ah, und jetzt ist es wieder passiert. Zu wenig Holz. Okay. Ich muss ja schon wieder Leute heranholen. Wir haben jetzt noch 7 Arbeiter frei.
Dann würde ich vielleicht mal einen Dampfkern jetzt schon mal holen und den Rest mit Arbeit dann auffüllen. Das war ja so ein bisschen mein Plan, dass das nicht immer so spät passiert. Früher oder später wäre das sowieso passiert. Holt sie da raus, sie brauchen frische Luft. Eieiei, Arbeitssicherheit, Sicherheitsbedenken. Sir, einige unserer Einwohner sind krank geworden, weil sie seltsame Dämpfe aus dem Schacht eingeatmet haben. Es hätte schlimmer kommen können, aber einer von ihnen ist ohnmächtig geworden und von einem Baugerüst gefallen. Wir können diese Gesundheitsgefahren nicht länger ignorieren. Von nun an überwachen wir die Sicherheitsstufe. Jeder Arbeitsplatz auf der Baustelle ist sie niedrig, erkranken die Leute, die dort arbeiten. Ist sie sehr niedrig, könnten sie verletzt werden und sogar sterben. Also es gibt jetzt irgendwas mit Sicherheitsstufen. Ich werde die Sicherheit verbessern. Du hast 2 Tage Zeit, ein Gesetz zur Verbesserung der Sicherheit zu beschließen. Die Unzufriedenheit steigt, die Motivation... Nein. Ist ja schön, dass ich meine eigenen Gesetze machen kann. Gut. Was haben wir denn hier? Arzneiausgabe... Wir könnten unser neuesten experimentelle Medikamente nutzen, um die Schwerkranken zu behandeln. Arzneiausgabe. Heilt die Schwerkranken mit starker chemischer Medizin. Du musst eine Arznei, die in der Handlung kann Nebeneffekte haben. Okay. Kurze Schicht. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach der Bau eines Generators anstrengend und gefährlich. Einwohner, die nicht überarbeitet sind, machen weniger Fehler. Neue Schichtlänge, der Arbeitstag auf der Generator. Konstruktionsanlage kann auf 8 Stunden verkürzt werden. Kurze Schichten steigern die Arbeitssicherheit um 1. Die Motivation steigt leicht an. Verlängerte Schichten. Neue Schichtlänge der Arbeitszeit. Jeder kann auf 14 Stunden. Überstunden verursachen Unzufriedenheit. Und dann Doppelschichten. Okay, also dieser Zweig hier sorgt auf alle Fälle für Unzufriedenheit. Sicherheitsvorkehrung. Die Durchsetzung von Sicherheitsvorkehrungen wird die Menschen dazu bringen, mit weniger Eile und mehr Sorgfalt zu arbeiten. Dadurch wird die Arbeitssicherheit auf Kosten der Effizienz vorübergehend verbessert. Neue Fähigkeit. Einwohner arbeiten langsamer, aber sicherer. Sicherheitsvorkehrungen steigern die Arbeitssicherheit um 1. Die Motivation steigt leicht. So, ich mache mal hier die kurzen Schichten. In 20 Stunden können wir das machen. Okay. Aber das sagt er hier auch. Führe folgendes ein. Kurze Schicht. Sicherheitsvorkehrung. Okay. Also. Ne? Konnte. Es mir eh nicht aussuchen. So. Dann schauen wir mal. Mal ganz kurz. Kamera ausmachen. So, weiter geht's. Da bin ich wieder. Okay, also das mit dem Stahl und den Sammelstellen, das funktioniert hier, und mit dem Holz funktioniert wirklich gut. Wir haben ja hier immer noch Leute im Einsatz. Die 15, die haben wir hier gar nicht im Einsatz. Das heißt, wir könnten die 7 dort auch noch einsetzen. Plus die 30% durch die Motivation. Die läuft auch noch. Sehr schön. So, wie schaut es hier aus? Funktionsunfähig. Warum? Holz. So, dann schauen wir mal. Weil wir müssen ja 8 Stück von den Abbauprofilen bauen. Wenn wir also weitermachen. Ah, hier ist was Neues. Arbeitssicherheit ungesund. -1 Basis Sicherheitsstufe. Mehr Wildbeute erforscht. So können wir die jetzt.
Dieses Gebäude kann keine weitere Expedition unterstützen. Okay, muss ich das wirklich doch bauen? Wildbeuterquartier. Es darf nur zwei Wildbeuterquartiere geben. Okay. Eins haben wir, können wir also noch ein zweites ansetzen. Und die können dann. So, die Zelte werden gebaut. Ich würde jetzt erstmal 35 Tonnen Holz. Das heißt, wir spulen die ganze Sache weiter vor. So. Errichte die Schachtkonstruktion. Wo muss ich das jetzt tun? Generator. Schachtkonstruktion. Diese Konstruktion schützt den riesigen Generator und überträgt die gewaltigen Kräfte, die durch den Betrieb entstehen, auf die Fundamente. Frostpunk? Wirklich? 50? Also hier hätten wir schon mal 20, die ich abziehen kann. Das sind aber immer noch keine 50. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Was ist denn jetzt mit meinen zwei Zelten hier hinten? Werden die mal langsam gebaut? So, kurze Schicht kann ich erst, wenn ich es entwickle. Gut, dann könnten wir doch eigentlich hier die 20 rausnehmen und dort schon mal arbeiten lassen. Hier ziehe ich die 7 nochmal ab. Pack die da rein. 27. Hier hinten haben wir 15. 42. Okay, also es sieht doch nicht so schlecht aus. Wir brauchen aber Arbeiter dafür. Hier waren doch noch, glaube ich, 15. Okay. Habe ich mich umsonst? Spiel? Alles super. Dankeschön. Okay. Haben wir es doch. Es hat also ganz gut schon funktioniert, genug Leute, Arbeit da schon vorher ranzuziehen. Sehe ich jetzt hier irgendwo, wie lange das noch dauert? Fortschritt 1%, Zeit bis zur Fertigstellung 2 Tage. Okay. 2 Tage brauchen wir. Wir haben schon wieder 6 Kranke, haben wir noch. So, hier müssten ja die nächsten 7 Arbeiter kommen. Okay. Es ist zwar jetzt Nacht, aber wir können ja trotzdem Schutzkonstruktion. Was brauchen wir dann dafür? Durch die Installation leichter Schutzkonstruktion am Arbeitsplatz wird die Anzahl der Verletzten durch Stürz und Aufprallverletzung vorübergehend reduziert. Jeder Einsatz kostet 6 Bauprofile. Also die müssen wir dann auch noch parallel immer wieder weiterentwickeln. Eine Maschinenwerkstatt erlaubt es uns, eine Maschinenwerkstatt zu bauen und Dampftauscher zu produzieren für den Bau eines Generators. Okay, und da brauchen wir auch einen Dampfkern und der baut uns dann die Dampftauscher. Hier ist was mit Gießerei. Da könnten die Platten rauspurzeln. Dann, was haben wir hier? Lüftungsanlage. Erlaubt es uns, eine Lüftungsanlage zu bauen, die die Arbeitssicherheit auf der gesamten Baustelle erhöht. Verbraucht 25 Kohle. Okay. Also um die Kohle kommen wir auch nicht drum rum. Da können wir dann auch noch weitermachen. Okay. So. Ja, wir hätten noch den Angelhafen. Fischer stechen von hier aus in die eiskalte See, um auf Fischfang zu gehen. Was haben wir hier noch? Schnelleres Laden. Der Hafen ist 10% effizienter. Okay. Ladestation. Erlaubt es uns, eine Ladestation zu bauen, um die Rohstoffe einzusammeln, die sich am Hafen anhäufen.
Die Leute, die hier arbeiten, sammeln die Rohstoffe ein, die sich am Hafen anhäufen und transferieren sie anschließend zu Vorratslagern. Aha, da brauchen wir also auch noch Dampfkerne. Also jetzt kommen langsam auch die Dampfkerne ins Spiel. Schnelleres Sammeln. Dank besserer Werkzeuge und neuer Methoden werden Rohstoffe jetzt 10% schneller von Kohle, Holz und Stahlhaufen gesammelt. 10% schneller. Also da ich das noch nicht kenne. Aber die Wildbeuter sollen sich schneller bewegen. Da war's. Das wollte ich eigentlich. So, hier haben wir jetzt alles im Einsatz, was wir haben. Wir haben noch 7 offen. Aber wir brauchen ja auch noch Personal für das zweite Wildbeuterlager, was wir ja jetzt bauen können. Machen wir auch gleich. Nahrungsmittel, das setzen wir mal direkt dahinter. Genau, dann können wir nämlich noch mal ein paar Leute abziehen. So, hier kommen schon die nächsten 7 Arbeiter. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, also jetzt mit einer Essensration, also der Angelhafen wäre vielleicht auch nochmal interessant. Oder aber das zweite Wildbeuterteam findet eine zweite Nahrungsquelle, eine Rohnahrungsquelle. So, wir sind schon bei Tag 10. Wir sind noch nicht gescheitert, noch nicht abgebrochen. Der Kampf geht weiter. Der Kampf geht weiter. Wir haben wieder einen Kranken. 5 in Behandlung. Also wir haben so ein bisschen die Kurve wieder abgefangen. Ist noch nicht vorbei. Gut, dann können wir die Nacht jetzt eigentlich vorspulen, weil da passiert jetzt doch nichts in der Nacht. Motivation steigt wieder. Wir können wieder ein Gesetz verabschieden. Und wir wollten die kürzeren Schichten unterschreiben. Erstes Sicherheitsgesetz. Kloppt auch wieder die Motivation hoch. Unzufriedenheit haben wir im Griff. Oh, ich muss mal ganz kurz. Na. Ich gucke gerade, mein Laptop ist gerade ausgegangen. Nicht aufgepasst, aber der Stream läuft noch. Wunderbar. Okay, können wir weitermachen. Dann können wir weitermachen. Ja, also wenn ihr auf YouTube, wenn ihr es mal live dabei sein wollt, dann lade ich euch halt sehr gerne ein auf Twitch. Dort denselben Namen, denselben Accountnamen, Scharfe Soße TV. Und dort wird 2-3 Mal die Woche gestreamt, live, auf alle Fälle. Und wir brauchen 15 Arbeiter. Stahl und Holz haben wir genug. Müssten wir doch eigentlich. Oh nein, fehlt uns jetzt genau einer. Ein einziger fehlt uns. Wo können wir den abziehen? Hier hinten bei der Kohle haben wir auch niemanden mehr im Einsatz. Wo haben wir welche im Einsatz, die ich abziehen kann? Wo kann ich einen abziehen? Ach, nehmen wir hier einen einzigen raus für den Wildbeuter. So, jetzt ist die Entscheidung, in welche Richtung gehe ich. Kleiner Wasserfall oder zum Nistplatz. Versuchen wir es mit dem Nistplatz. Wir erforschen ja parallel jetzt auch den Wildbeuterwagen, damit die ein bisschen schneller unterwegs sind. 50% schneller. Unsere 3 Werkstätten arbeiten dran. Und was habe ich wieder vergessen? Ja, das ist dann auch so ein bisschen, ich glaube, ich muss mir hier so einen Timer bauen, der dann immer wieder sagt so, hallo, du musst wieder
die Telegrafenstation benutzen. So, das Limit ist jetzt auf 22 gesunken. Da es ja jetzt langsam so mit den Dampfkernen losgeht. Also wir haben noch 4 in Reserve, die noch ungenutzt sind. Ja, warte ich damit mal noch. Wir brauchen auf alle Fälle noch ein Häuschen, ein Zelt. Das machen wir mal sofort wieder. Nicht, dass sie mir weiter krank werden. Das hätten wir dann auch. Jetzt. So, die arbeiten hier mit 122%. Minus 3 Basissicherheitsstufe. Hohes Risiko, krank zu werden, Unfallrisiko. Gut, da war ja auch noch was mit dieser Schutzkonstruktion. Wäre dann vielleicht mal interessant. Dann haben wir hier noch Lüftungsanlagen, wo wir auch einen Dampfkern für brauchen. Das wäre dann also auch mal interessant, in diese Richtung dann weiter zu beginnen. Und zu schauen, was das Spiel dann für uns bereithält. So, es sind alle in Arbeit im Moment. Genau. Also wir haben es so ein bisschen geschafft, die Kurve wieder zu bekommen. Also sah vor einer halben, dreiviertel Stunde. Der Run hat ja heute erst begonnen mit dem Szenario. Da war es kurzzeitig knapp. Also ich hatte kein Essen mehr. Sehr viele Kranke. Ja. Es sah eigentlich so aus, dass ich scheitere heute. Aber jetzt gerade ist es wieder so ein bisschen in den in geordneten Bahnen, würde ich es mal sagen. Das ist der erste Run. Ich habe bis jetzt nur die Hauptkampagne gespielt. Und was haben wir jetzt? Arbeitssicherheit, Giftgase. Sir, wir haben ein Problem. Wir sind auf der gesamten Baustelle auf eine gefährliche Konzentration von Giftgasen gestoßen. Die Arbeiter könnten krank werden, wenn sie einatmen, aber sie müssen weiterarbeiten. Dann sollen sie halt nicht... Also arbeiten ist ja okay, aber muss man dabei atmen? Wir haben keine andere Wahl. Die Gase strömen tief unter der Erde aus und der Giftpegel ändert sich ständig. Wir überwachen es und informieren dich 24 Stunden im Voraus über sämtliche Veränderungen. Die Arbeitssicherheit fällt um eine Stufe. Die war doch jetzt schon schlecht. Und was haben wir jetzt hier oben? Aktueller Giftgehalt niedrig. Prognose für Giftgaswerte. Die Giftgaskonzentration wird morgen steigen. Also ich hatte mich ja schon gefreut, dass hier oben keine Frostwarnung mehr ist. Dass es wieder kälter wird. Okay, jetzt haben wir also was Neues. Giftgas. Na fein. Und es geht auch gleich weiter. Das Leben im Lager, böses Omen. Diesen Morgen ist es merkwürdig ruhig im Lager. Die Leute verbreiten flüsternd die schlechten Neuigkeiten. Auf dem Baugerüst hat sich eine Eule niedergelassen, obwohl es noch taghell ist. Das ist die von Harry Potter. Da sitzt sie. Weiß jemand, wie diese Gasse hieß? Diese Zauberergasse? Schinkelgasse? Winkelgasse? War es die Winkelgasse? Mit den Eulen. Auf dem Baugerüst, ja, das hatten wir schon. Die Leute waren schon in den besten Zeiten abergläubig. Aber hier an diesem abgelegenen und unwirtschaftlichen Ort halten sie das für ein besonders schlechtes Omen. Noch schlimmer als eine Schar schwarzer Katzen. Die Arbeiter weigern sich, an die Arbeit zu gehen, solange dieser verdammte Vogel da sitzt. Außerdem glauben sie, dass es noch mehr Pech bringt, ihn zu verscheuchen. Was wollen wir tun? Zauberstab und wegzaubern, das Ding, das Vieh. Der Bau wird für 4 Stunden stillstehen. Die Unzufriedenheit steigt. Warten wir ab. Gut. Lassen wir das Ding jetzt 4 Stunden. Können Sie Pause machen? Dann können Sie Pause machen. So, das eine Zelt ist schon in Arbeit, was ich noch brauche. Wenn wir hier
Nee, wir haben gerade. Achso, die sind ja jetzt. Die 50 Leute sind ja alle hier am Werkeln. So, die Wildreuterwagen sind erforscht. Sehr schön. Können wir doch gleich das nächste bauen. Entwickeln, meine ich natürlich. Ah, ich bin immer noch am Überlegen mit dem Angelhafen. Weil wir holen ja jetzt immer mehr Leute und ich habe noch keine zweite Nahrungsquelle. Ja, dieses Spiel ist immer wieder Knaller. Wie durchdacht das einen an den Rand des Wahnsinns bei simplen Entscheidungen führt. Ich mache es. Ich schaue mir das mal an. Ich kenne es ja nicht. 40. Ich mache es. So, die Ressourcen sehen jetzt auch wieder ganz gut aus, weil hier oben, das ist immer recht knapp. Also wir bekommen ja hier einmal am Tag bekommen wir ja von den Jagdgründen 80 Tonnen. Ja, okay, hier laufen wohl die 4 Stunden ab. Errichte die Schachtkonstruktion. Da kommen auch schon wieder die beiden Schiffe an mit Stahl und Kohle. Hier kommen wir schon wieder nicht hinterher. Warum? Wir sind so voll besetzt. Also sind beide voll besetzt. Brauche ich etwa jetzt noch... Achso, das könnte sein. Hier waren vorher noch welche im Einsatz, die jetzt in der Schachtkonstruktion beschäftigt sind. Dass die jetzt fehlen. Sollen wir mal im Blick behalten. Das behalten wir mal im Blick. Dann beschleunigen wir mal wieder. Spulen wir mal wieder vor. Also das mit den 3 Werkstätten fühlt sich eigentlich ganz gut an jetzt. Weil damit schaffen wir ordentlich Technologien zu entwickeln. So, und genau zum Schluss, sehr schön, genau zum Ende der Tagschicht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Angler an, was der uns bringt. Fischer stechen von hier aus See, kosten 40 und 10, haben wir. Ach, der ist ja süß. Das ist ja süß. Stand in Weken bauen. Aber wir können schon mal schauen, was wir als nächstes planen. Dafür brauchte ich ja diese Bauprofile dann. Mhm. Da können wir sie auf die Bauprofile auf alle Fälle noch verbessern. Können wir hier schon die nächste Stufe erforschen? Machen wir mal. Gehen wir mal schon mal eins weiter. Hilft es uns dann auch bei den Wildbeutern? Nee, natürlich nicht. Aber hier beim Angelhafen würden wir wohl das Angeln verbessern. Also das wäre eigentlich eine gute Idee, weil dann haben wir das mit dem der Rohnahrung auf alle Fälle im Griff. Wir haben jetzt 155. Es gibt ja noch die Möglichkeit, ein Gesetz zu verabschieden, wo wir was für die Motivation tun, nämlich herzhafte Mahlzeiten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wir haben auch noch die... Also wir haben noch einiges offen, womit wir die Motivation weiter steigern, weil das Wichtige ist ja, dass wir oberhalb dieser zweiten Linie bleiben, weil wir dadurch 30% effizienter sind und hier sind ja doch sehr viele Sachen jetzt immer so zeitkritisch. So, ich muss mal kurz was trinken, ich bin gleich wieder da.
So. Jagdgründe erschöpft. Ihr habt da in dem Augenblick auch gleich Pause gemacht. Okay. Wir haben die Tiere hier gejagt, bis sie nicht mehr zur Wasserstelle kamen. Okay. Also ist vielleicht die Idee mit dem Angelhafen, mit dem Angler doch nicht so schlecht, wenn ich das jetzt sehe. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass die Jagdgründe dann auch versiegen können. Ja, macht aber Sinn. So, 7 Tage. Die sanften Ufer eines schnell fließenden Flusses bilden eine geeignete Wasserstelle. Wir könnten hier, ja, genug, das wissen wir. So, wie kann ich die jetzt einfach weiterschicken? Okay, das geht. Wunderbar. Transport. Jetzt bin ich verwirrt. Warum? Warum steht hier, dass die zurücklaufen und die laufen jetzt weiter? Habe ich jetzt 3? Hm. Fragen über Fragen. Was ist das denn jetzt bitte? Aber gut. Weiter geht's. Wir sind hier schon bei der Stahl, bei der Schachtkonstruktion von 35%. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 2 Tage vor der Fälligkeit. Warum wird hier dieses... Achso, ich habe keine freien Leute. Da müssen wir... Das müsste ja jetzt eigentlich dann weitergehen, weil es ist ja Nacht. Und in der Nacht haben die Jungs nichts zu tun. Also findet wieder ein Faustkampf statt. So, das letzte Haus wird auch gebaut. Sehr schön. Und die Wildbeuter sind am Nistplatz angekommen. Dieser unzugängliche Felsen ist ein Nistplatz etlicher Vögel. Auf dem ihn umgebenden Boden stapeln sich Fischüberreste. Okay, hier haben wir also nichts. See voller Fische. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt gut. Und auch das nächste Gesetz ist fällig. Schauen wir mal Richtung Arbeit. So, wir hatten hier schon die kurze Schicht. Was war hier? Die Sicherheitsvorkehrung. Sicherheitsvorkehrung. Einwohner arbeiten langsamer, aber sicherer. Gut, noch arbeiten sie ja nicht. Arbeitsplätze werden durch kürzere Schichten 10% effizienter. Kurze Schichten sorgen für etwas Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Aber wir sind 10% effizienter. Machen wir. Bis 16 Uhr, dann können wir das hier eigentlich, das ist ja jetzt die kürzere Schicht, was ja wieder effizienter ist laut unserem Gesetzbuch. Das ist nur ein Trick, damit wir in kürzerer Zeit härter arbeiten müssen. Habt ihr gut erkannt. Kürzere Schichten hätten die Arbeitssicherheit erhöhen sollen, aber wir arbeiten uns doch zu Tode. Hä? Aber ich hab doch die Schicht verkürzt. Ich bin verwirrt. Was ist hier passiert? Gut. Wildbeuter sind am kleinen Wasserfall angekommen. Im Wasserfall springen Fische umher, zwar nicht viele, aber genug, um für eine Mahlzeit zu sorgen. Vielleicht finden wir flussaufwärts noch mehr von ihnen. Verrostende Schienen. Was haben wir hier? Die Stromschnellen. Okay. Gehen wir mal in die Richtung. Die sind auf dem Weg zum See voller Fische. Zum See voller Fische. Okay. So, was macht denn hier mein Hafen? Haben wir hier noch an der Kohle, haben wir niemanden mehr? Wo? Obwohl, das Schiff müsste gleich kommen. Wo ist es? 5 Stunden, also zum Schichtbeginn haben wir dann wieder Leute, die wir dann hier rein, die dann angeln können.
Und ja, damit wäre es dann, glaube ich, auch das heutige Ziel erreicht. Warten wir noch die 5 Stunden. Spulen mal vor. Genau, Transport ist angekommen und stopp und sofort wieder die nächsten anfordern. Ich hole mal wieder Arbeiter. Das ist etwas, was ich mir jetzt nochmal angewöhnen muss. Wir können hier 10 Leute reinpacken. Jetzt ist die Frage, legen die jetzt auch... Angelhafen wird ein Rohnahrung produzieren. Okay. Ist das jetzt alles? Ist das jetzt wirklich alles? Im See wimmelt es nur von Fischen. Dutzende Vögel tauchen immer wieder im Sturzflug ein, um die Fische zu jagen. See voller Fische. Reichhaltige Fanggründe. In diesem See tummeln sich viele Fische. Wir könnten ein paar Tage hierbleiben und sie fangen. Ich verstehe. Wir können hier ein Lager aufschlagen, um die Baustelle mit Rohnahrung zu versorgen. Das machen wir. So, insgesamt, okay, hier steht's. 720 Rohnahrung. Das hört sich doch gut an. Und ich würde sagen, damit machen wir Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen für die Zuschauer auf YouTube, bei Twitch vorbeizuschauen. Dort nach Scharfe Soße TV suchen. Ich bedanke mich auch bei den Twitch-Zuschauern, die live dabei waren. Und würde dann sagen, bye bye, einen schönen Abend. Ciao, ciao.